Ja, Leute, hallo und herzlich willkommen hier zu einem etwas anderen Projekt, wie ihr schon vielleicht in der Beschreibung gesehen habt oder auch am Titel. Wir sind heute ein Minecraft-Riesenprojekt. Und zwar ist es ein Projekt, das sehr zielstrebig ist. Ihr könnt gerne jetzt schon mal ein Abo dalassen, falls euch das Thema interessiert. Es ist etwas ganz Besonderes, und zwar bauen wir unsere rieseneigene Nicht, dass es normal wäre im Kreativmodus, sondern im Survival-Modus. Und das wird ziemlich interessant. So, hier haben wir es. Die Stadtmauer, also ich möchte das mittelalterlich gestalten. Mit 250 mal, habe ich nochmal geändert, 200. Ein Wassergraben und rundherum Felder, das ist wie früher im alten, also im Mittelalter, so angelegt sein. So eine Art Wien in Minecraft, also so eine Art altes Wien in Minecraft. Und ja, wir werden natürlich mit der Stadtmauer beginnen. Die wird so aussehen, mehr oder weniger. Von vorne, hier haben wir links von vorne, sie wird 8 hoch sein und 2 breit sein, aber mehr der Durchmesser in der Mitte und rechts. So sieht es von hinten aus, dass man auch rangehen kann. Es werden natürlich auch ab und wann immer wieder Holzstiegen draufkommen und so. Aber wie und wie das komplett passieren wird, schauen wir uns jetzt mal den Grundriss an, wo das Ganze entstehen soll, und dann schauen wir uns an, wie wir das mit der Stadtmauer hinbringen. Es ist ein ziemlich zielstrebiges Projekt und ein ziemlich interessantes Projekt und ein Projekt, auf das was ich mich mega freue. Aber so viel dazu, wir schauen uns jetzt mal an, wo das hinkommen soll. Aber bevor wir uns das anschauen, könnt ihr dabei sein, ja, ihr könnt dabei sein. Ich werde alle, die auf Xbox One und alle, die eine Xbox One besitzen und Minecraft dazu, können dabei sein bei diesem Riesenprojekt. Ich werde immer, wenn ich vorhabe reinzugehen, also wenn ich aufnehme oder auch wenn ich nicht aufnehme und nur so privat zocke, werde ich immer eine Gruppensuche stellen. Also entweder einfach mit mir befreunden. Mein Gamertag sollte ihr kennen, Tobster T groß geschrieben, das andere alles klein geschrieben. Hier haben wir mein Instagram, also unser Instagram, RTV_Gaming, könnt ihr gerne abonnieren. Und ja, die Tags werdet ihr dann sehen. Also, wenn ihr Bock habt zu zocken, sucht entweder diese Anfrage in der Gruppensuchfunktion, also hier im Hintergrund seht ihr es gerade. Es sind natürlich nicht Mikrofone erforderlich, aber ich musste Tags auswählen. Das Kinderfreundliche jedoch sollte schon berücksichtigt werden. Und seid euch im Klaren, wenn ihr irgendeine Scheiße verzapft oder so, kann ich euch kicken. Ich bin der Host, ich kann das. Und ich kann euch auch blockieren, wenn ihr glaubt, dass ihr irgendwelche Scheiße macht. Kann ich euch blockieren oder auch andere Teammates die ganze killt oder so. Die könnt das natürlich mir schreiben, melden, whatever. Und ja, seid euch im Klaren, was ihr macht. Seid euch im Klaren über eure Taten. Aber zurück zu dem. Gruppenfunktion am Dienstag zwischen 12 und 14 Uhr irgendwann werde ich dann mal, also ich habe es jetzt mal für 12 Uhr angesetzt. Ihr könnt natürlich gern kommen. Wir werden so 30 bis 50 Minuten spielen. Keine Ahnung, ob Julian mitmachen will, aber auf jeden Fall ist Dienstag mal fix da. Wir werden ein bisschen an der Mauer weiterbauen, die wir jetzt nachher noch bauen. Und ja, dann schauen wir uns mal, also ja, wenn ihr Bock habt mitzumachen, mich würde es mega freuen. Bis zu 15 Leute können leider nur mitmachen, aber ich denke mal, wenn wir da unsere Gruppe gefunden haben, wird das schon funktionieren. Und jetzt gehen wir gleich mal zum Mauerbau. Thank you.
Okay Leute, unser Server wird geladen. Und zwar sind wir hier in unserer eigenen kleinen... Nein, das ist nicht die Mine, sorry. Das ist der Berg, den ich probiert habe, mal wegzusprengen, weil der leider mitten in unserer Map ist. Und ich habe das Ganze schon mal mit ein paar Begrenzungspfeilen ausgemessen. Aber hier habt ihr mal unsere Felder. Hier habe ich schon ein bisschen angebaut. Das ist unser Lager. Jetzt mal professorisch ein bisschen klein. Ich habe da ein paar Sachen aus dem Kreativmodus reingehauen, wie Diamanthacken und so, was man im normalen, also im Survival-Modus nicht bekommen kann. Sprich, und hier, ja, unser kleiner Schlafraum. Aber ich habe mir so gedacht, wir können hier aneinander ein paar kleine Hütten mit je zwei, drei Betten machen. Ihr könnt uns gerne auf Facebook folgen. ITU-. Das war's. Und ja, hier hinten werden wir auch anfangen. Aber jetzt mal zum Plan. Hier seht ihr das. Hier dieser Kreis. Das ist die erste Markierung. Da hinten, das geht also, das sind die 250. Bis da hinten. Dann bis da hinten, ja. Sind nachher 200 und wieder zurück, und ja, das ist natürlich klar. Ist natürlich klar, und ja, das sind die einzelnen Punkte, und die, ja, leider sind zwei Berge drin, aber ich habe eher geschaut, dass wir 16 viel Wasser haben, und vor allem habe ich schon eine kleine Mine gebaut, also angelegt, wo es sogar Lava gibt unter anderem, und wo ich sogar schon Goldbarren und dergleichen, viel Eisen jetzt und so weiter, konnte ich schon schürfen. Aber hier mal im ganzen Detail. Schauen wir uns nochmal den Plan an. Oh, come on. Okay. Also ja, unter uns, das sollte jetzt mal die so eine fixe Base werden. Also da kommen noch ein paar kleinere Häuser. Natürlich kommen im Nachhinein, also wenn die Stadt nochmal fertig ist, wird das Meer zugebaut und wir bauen uns da Riesenhäuser. Vielleicht sogar einen kleinen Fluss. Und ja, hier haben wir mal im Überblick, das ist unser ganzes Lager. Das wird euch noch auf jeden Fall bekannt vorkommen. Und hier werdet ihr euch noch auf jeden Fall zurechtfinden, weil da gibt es alles Mögliche, vom Sattel des Pferdes bis zu Holz. Also ich habe mir gedacht, natürlich wird das größer, vielleicht kommt ein Stock drauf oder es wird vergrößert einfach. Dieser Berg muss leider ein bisschen weg, oder wir verkleinern den, dass da ein kleines, ja, irgendwas drauf kommt. Aber hier haben wir mal den Plan, da hinten, also das hier hinten, die hinteren zwei Pfeile, die linken und rechten, die sind 200 Meter auseinander, und der linke hinter, also der hinterste da in der Mitte, und der rechte da, die sind 250 auseinander. Und ja, das erste Projekt ist natürlich, wie gesagt, die Mauer. Das ist natürlich schon das ein spannendes Projekt, und natürlich ich möchte diese Mauer mal mittelalterlich gestalten. Rundherum ein, weiß ich, mit 5-6 Meter breiter und 3-4 Steine tiefer graben. Hier seht ihr mal die anfänglichen Schwierigkeiten, weil ja, zählen ist jetzt nicht die große Stärke, nein. Aber wenn man sich verbaut, und ich habe natürlich auch, ich möchte das nicht so ganz billig machen. Ich möchte da schon eine mega geile Wand machen, und wenn man da am Anfang schon Scheiße baut oder sich verzählt oder so, dann baut sich das auf das ganze Projekt aus. Das Problem hier ist, ich habe irgendwie auf der blödesten Ecke angefangen, weil hier ist zwar, keine Ahnung, 50 Steine nach rechts frei, aber dann kommt schon der erste Berg, und der muss mal ein bisschen gesprengt werden, um da weiterzuarbeiten. Aber keine Sorgen, bis Dienstag oder so, würde ich sagen, habe ich das im größten, also bis morgen, habe ich das größtenteils auf jeden Fall. Aber mich würde es mega freuen, wenn ihr dabei seid. Ihr könnt mir auch gerne ein paar Pläne schicken. Instagram, Facebook, Twitter, wo ihr wollt, könnt ihr mir ein paar Pläne schicken oder so, für Häuser auch schon. Und die mit einem Hashtag oder mit einem Ad von unserem Tag versehen. Mich würde es freuen, wenn wir da ein geiles Projekt draus machen würden. Das wäre wirklich super cool. Das hier soll auch heute nur so eine Art Informationsvideo werden. Die nächsten Videos kommen natürlich selbstverständlich mit Facecam. Und ja, hier im Hintergrund seht ihr noch die Mauerentstehung. Für mich war es wichtig, mal die erste Ecke anzufangen und auch fertig, also nicht fertig zu bauen, aber dass ihr mal ein grundlegendes, natürlich, dass ihr mal ein paar Eindrücke bekommt, wie riesig die Mauer werden soll. Und ich denke mir,
das wird auf jeden Fall klar, wenn ihr das erste Mal seht. Okay Leute, und hier habt ihr jetzt schon mal einen kleinen Eindruck, die Mauer wird auf jeden Fall riesig und mit diesen ja, Zacken auch, und ich dachte mir am Anfang vielleicht einfach, aber nein, die werden auch doppelt, es wird auf jeden Fall mega viele Teile verschlingen, also Steine verschlingen, aber ich glaube, das wird auf jeden Fall mega cool und ja, und hoffentlich schweißt es unsere Community zusammen und vielleicht bekommen wir dadurch sogar ein paar mehr Zuhörer, ja, fuck. Da plant man ins Wasser zu hüpfen. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber ja. Ist nicht so schlimm. Ein Bett. Ihr könnt euch natürlich immer Betten mitnehmen. Clubstore, Tobi-2605. So sieht die Mauer unter anderem aus. Ich dachte mir zuerst, das sieht echt mickrig aus, aber 8 Sterne sind absolut okay. Und ich meine, wenn es noch höher wird, brauchen wir noch mehr Sterne. Und es ist jetzt schon sehr, sehr, ja. Ich meine, wenn wir uns das ausrechnen, wie viel wir auf einen Teil mal brauchen und das, keine Ahnung, mal 200. Also, das können wir machen. Also, ich rechne mir mal aus, wir brauchen 8 mal 2. Also, nicht immer 8 mal 2. Also, ein Teil, ja, wir rechnen mal die mit 8 mal 2. Und das heißt, 8 mal 2 sind wir schon auf 16. Dann nochmal unten die, also hinten nochmal die 8, sind wir schon mal auf 24 und das dann rechnen wir jetzt mal grob. Also, oben sind wieder 2. 24, ja, sagen wir mal so 5, 6, 27, sagen wir 27 und das jetzt mal 250 mal. Und dann sehen wir schon mal, also gibt es schon eine Zahl von 6750 Steinen, die eine Länge beträgt. Und wenn ich jetzt mal 2 rechne und sind das schon 13.000 und da rechnen wir nochmal plus 13.500 und wir haben dann noch die 27 Steine mal die, ja, hier habt ihr einen kleinen Überblick, sorry, die Rechnung geht gleich weiter, hier habt ihr einen kleinen Überblick, was in den Kästen drin ist, im Hintergrund, während ich euch das vorrechne, das heißt, wir haben nochmal 27 mal 200 mal 3, sind wir auf 10.800 und noch plus die 15.000. Ja, rechnen wir jetzt mal, dann sind wir auf fast 26.000 Steine. Und was das bedeutet, ich werde natürlich immer wieder vom Kreativmodus ein paar Teile rüberziehen, weil... Ja, aber hier haben wir die größten, also größere Fleisch- und Fisch-Sachen und ja, ein paar Steine, Dynamit. Dynamit, bitte vorsichtig damit umgehen, weil das kann auch einiges zerstören. Und gleich im Vorhinein, wenn ihr Dynamit benutzt und oder Feuerzeug und das, keine Ahnung, mit Absicht irgendwas anzündet oder so, werdet ihr sofort gebannt. Also ich bin da
und da werdet ihr einfach unwiderruflich gebannt, weil ich meine, wer mit Absicht Scheiße verzapft, der hat absolut hier nichts zu suchen. Hier, ihr habt ja mega viel Steinreservoir, also die roten werden der Boden unten. Das wird auch mega schön. Und sogar Redstone, okay, hier ist nichts drin, aber Sättel, Kohle und so weiter. Fackeln werden wir auch eine Menge brauchen, wirklich. Also von den, weiß ich nicht, fast 26.000 werden wir auf jeden Fall die Hälfte an Fackeln noch brauchen, weil oben kommen dann jeden zweiten, dritten, fünften, keine Ahnung, kommt Fackeln und das, vielleicht nehmen wir Glowstone. Und hier willkommen am nächsten Tag. Die Mauer hat sich noch nicht viel getan. Und ja, hier habt ihr den roten Boden schon. Den habe ich nämlich schon reingemacht. Und ja, ich würde mal sagen, ja, dieser Begrenzer muss noch weg da oben. Und ein wichtiges Detail fehlt noch, nämlich unsere Initialen. Auf jeder Ecke kommen da ein paar Initialen. Ja, hier kommen noch Fackeln. Und zwar natürlich die Landesflagge rot-weiß-rot. Werde ich mir nicht nehmen lassen, diese oben hinzusetzen. Natürlich, wenn ihr Deutsche seid, können wir natürlich gern auch darüber nachdenken, andere Flaggen auf andere Ecken zu geben. Aber die erste Ecke soll symbolisch eine Flagge für Österreich werden. Und ja, weiter noch, ich hätte auch gedacht, so, keine Ahnung, die Innenteile, dass die also diese Häuser für innen, dass diese aus, also so altmittel, also nicht so alt, ja, keine Ahnung, wie ich sagen soll, aber so halt so eine ältere, so ein mittelalterliches Thema bekommen und dass sich auch ein bisschen durch die ganzen Häuser zieht. Wir können auch, weiß ich nicht, so eine rote Farm oder so bauen, wäre auch cool, aber natürlich, über das brauchen wir uns noch nicht Gedanken machen. Wir müssen natürlich auch Tiere züchten, riesige Felder anbauen, wenn wir eine größere Community werden. Und das Felder anbauen und auch die Tiere züchten werden auf jeden Fall spaßig werden. Ihr könnt uns natürlich auch gerne auf Twitter folgen, wenn ihr auch ein paar Ideen habt und so weiter. Einfach uns verlinken auf Twitter, Facebook, Instagram. Facebook eher nicht, da glaube ich geht's nicht, oder? Ich bin sehr selten auf Facebook, aber Insta auf jeden Fall. Insta bin ich sehr stark und ja. Also Insta ist da wirklich eine coole Plattform, um einfach eine Story oder so oder einen Post zu machen und dann einfach mit einem kleinen Ad. Ich weiß nicht, geht sogar in Messenger, glaube ich. Kann man sogar dort Daten in Messenger versenden, oder? Ich muss, aber ja, ihr wisst es. Und ich hoffe, ein paar von euch mögen Minecraft, lieben Minecraft. Ich will jetzt nicht sagen, dass ich das liebe. Aber ich finde Minecraft auf jeden Fall ziemlich interessant. Und Minecraft ist ein älteres Spiel. Und ja, man kann Bilder verschicken mit einem Häkchen dran. Also, ich habe gerade noch nachgesehen. Ihr könnt und mir das gerne schicken. Ich werde mir jeden Post auf jeden Fall anschauen. Und hier sind wir zurück, ja, natürlich, wie gesagt, die Flaggen dürfen nicht fehlen. Ja, hier, ja, ich denke mal, immer mit zwei Abstand, dann werden wir ein paar Fackeln einsparen können. Und ja, eine weiße, zwei rote sollten, also, oh, falsche Richtung. Ja. Gut, aber wie gesagt, eine Fackel, die Fackeln werden auf jeden Fall viele Teile rausnehmen, aber falls euch diese wirklich gefällt oder auch nicht oder vielleicht doch, abonniert gerne unseren Kanal, die Glocke könnt ihr auch aktivieren, aber dies, dass ihr nichts mehr verpasst, hier rot-weiß-rot, dieses Zeug oben geben wir weg, folgt uns auch, wenn euch dieses Projekt und mehrere Projekte gefallen,
auf Instagram, Facebook, Twitter, Snapchat, irgendwo, wo ihr wollt, was eure favorisierte Website. Bis zum nächsten Mal.